Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Metro 2033. Ich wechsle meine ganz kurz hier die Gasmaske. Die sieht irgendwie sauberer aus als meine. Wir sind ja hier im letzten Part stehen geblieben. Wir waren ja in so einem, ich sag jetzt mal, marktähnlichen Ding. Und wir begeben uns nun anscheinend nach draußen, Außenposten, so wie die Mission ja auch schön heißt. Und heute wird wahrscheinlich ein etwas kürzerer Part, denn ich nehme das hier gerade an dem Tag auf, wo das Video hier hochgeladen wird. Und ihr wisst, also die meisten wissen das jetzt schon, meine Internetleitung ist ziemlich dreckig. Ja, ist ziemlich scheiße. Ich erinnere mich an diese Mission. Scheiße, verdammte Fledermäuse! Das ist auch wieder so eine Schleichmission. Es ist alles mit Eis bedeckt, passt also auf. Ja, das war diese Mission, die ist auch mit Schleichen. Und ihr wisst ja, ich liebe ja Schleichmissionen. Hahaha. Nicht. Haben Sie Ihre Ausrüstung zum Führer? Wenn ich Sie von der Luftschleuse holen muss, trete ich Ihnen in den Arsch. Das hier meine ich. Alter, sind da gerade viele vorbeigezischt. Kommt der hier auch hergelaufen? Steht der da? Hä? Boah, gibt's hier nur Scheißwaffen in diesem Spiel, oder was? Haben die... Ja, die haben es mitgekriegt. Und ja, das sind zu viele, um sie zu bekämpfen. Tötet mich einfach, bitte. Danke. Dieser Part wird etwas kürzer, weil viele wissen das schon. Meine Internetleitung ist ziemlich scheiße. Was halt bedeutet, dass ich nicht wirklich lange Parts hochladen kann. Ich lade nämlich immer bei unseren Nachbarn hoch, weil die haben eine bessere Leitung als wir. Und ja, ja. Und ja, deshalb lade ich jetzt das dann auch bei meinen. Jetzt muss ich es halt bei mir hochladen, weil ich kann jetzt nicht noch rüber zu meinen Nachbarn. Das würde halt, ich sag jetzt mal, das würde heute nicht reinpassen. Auch meine Mutter hat heute Geburtstag. Ich kann jetzt heute nicht zu meinen Nachbarn so. Und ich habe halt vergessen, Metro aufzunehmen. Haben Sie Ihre Ausrüstung, Truppführer? Wenn ich Sie von der Luftschleuse holen muss, trete ich Ihnen in den Arsch. Klar, klar. Ich meine, ich habe Sie nicht vergessen, Herr Offizier. Ich muss also hier hoch. Warte, kommen die da runter? Ja. Sehen die mich hier? Ich weiß nicht, ob die mich hier sehen können. Nee, 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 die können mich gar nicht sehen. Ich atme so laut. Aber die atmen wahrscheinlich genauso laut wie ich. Wo müssen wir überhaupt hin? Schwarze Station, begeben Sie sich zur schwarzen Station, suchen Sie nach Uhlmann. Wir haben maximal 15 Minuten, um die Luftschleuse zu öffnen. Schaffen wir es nicht, ziehen wir uns zur Basis zurück. Ich habe darüber nachgedacht, ob wir sie sprengen können. Was meinen Sie, Herr Offizier? Hier oben zu stehen, ist gruselig. Und ich könnte noch zuhören. Was haben wir denn hier? Einen Denker. Brillant. Und haben Sie auch darüber nachgedacht, was wir tun, sobald wir das Loch erobert haben? Sollen wir dann Ihren dummen Kopf nehmen, um den Ausgang zu stoppen? Ich muss hier hoch. Lassen Sie das. Der Kommandant hat uns eine klare Aufgabe erteilt. Ich muss nur ein Gasding einsetzen. Ja, ja, setzen. Leute. Die da unten sehen mich schon mal nicht. Ist gut. Da oben latscht einer herum. Ich muss mich schnell hier hinter verstecken. Alter, wo müssen wir überhaupt hin? Senden Sie eine Funknachricht an die Polis? Ja, an die Polis. Ja, muss ja auch so sein. Wir müssen uns hier anscheinend wieder durchschleichen. Ich liebe ja, wie gesagt, Schleichmissionen. ich glaube mal, die ist ein bisschen einfacher als die vorherige. Das wäre auf jeden Fall angenehm. Jetzt geht der hoffentlich wieder auf die andere Seite. Dann kann ich mich wieder an ihm vorbeischleichen, oder? Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Ah, gut. Gehe ich so an ihm vorbei. Ich glaube, ich... Soll ich mich sicherheitshalber nochmal... Ich verstecke mich sicherheitshalber hier nochmal hinter. Falls der sich doch ein bisschen schneller gleich umdreht. Der guckt ja nach der, oder? Ja, 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 der guckt nach... Nach dort. Dort in die... was auch immer, in die Walachei. Hier hinter sollte er mich nicht sehen. Wenn er mich hier so sehen kann, ja, dann muss der, dann sind das keine Adleraugen mehr, dann sind das irgendwelche Infrarotaugen, die hier durchglotzen können. Vielleicht doch nicht Infrarotaugen. Ich dachte, er stellt sich da vorne oder so hin. Ich muss gucken, wenn er wegläuft.
Hat er mich jetzt gesehen, oder? Weil der läuft nicht mehr. Was? Hat er mich... Ein feindlicher Späher! Lasst ihn nicht entkommen! Wow! Wow! Die haben mich echt gesehen. Wow! Wow! Wie? Ich renne einfach hoch. Alter! Alter! Was sind das denn? Was? Was war das denn? Wie die da hochgerannt sind, die Treppe. Wo gibt's hier noch eine... Oh, jetzt ist wieder alles von vorne. Wo waren da noch eine Treppe? Die Leiter runter. Habt ihr da eine zweite Treppe gesehen? Scheiße, verdammte Fledermäuse. Ich nicht. Bewegung, einer nach dem anderen. Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also auf. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Ja, ich versteck mich wieder hier hinten. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich hat er mich halt gesehen, als ich da an dieser Kante stand. Ihre Ausrüstung, Truppführer. Wenn ich sie von der Luftschleuse holen muss, trete ich ihnen in den Arsch. Klar, klar. Ich meine, ich habe sie nicht vergessen, Herr Offizier. Also ich merke, die ist schon relativ anspruchsvoll, aber ich weiß nicht, was ich da oben machen soll, ne? Da kam auf einmal alles auf mich zugeflogen. Ich dachte, ich könnte auch fliehen oder so, aber die kam da ja irgend so eine mysteriöse Treppe noch hochgelatscht. Also hier hinter sehen sie mich nicht. Würde mich auch sehr wundern. Also wer guckt schon in so einer Ecke? Das muss aber arschkalt sein, denn so ein kleinen... Alter, das stellt euch mal vor, ihr wettet sowas. Junge, Junge, Junge. Also ich möchte jetzt nicht in der Haut von Artyom stecken. Jetzt können wir uns ja weiter... Gehen wir das nochmal durch. Wir haben maximal 15 Minuten, um die Luftschleuse zu öffnen. Schaffen wir es nicht, ziehen wir uns zur Basis zurück. Welche Luftschleuse vor allem? Ich habe darüber nachgedacht, ob wir sie sprengen können. Was meinen Sie, Herr Offizier? Hier oben zu stehen, finde ich... Wie nennt man das nochmal? Haben wir jetzt hier nicht gerade einen atomaren Winter? Brillant. Ich glaube, das nennt man atomaren Winter. Was wir tun, sobald wir das Loch erobert haben, sollen wir dann Ihren dummen Kopf... Ja, ich warte, bis er mit dem Rücken zu mir steht, dann laufe ich dahin. Okay, lassen Sie das. Der Kommandant hat uns neu einsetzen. Station still erobern. Ja, da ist er. Okay, wir schaffen das schon irgendwie. Wir schaffen das schon irgendwie. So, jetzt sollte er mir vorbeigucken. Und ich stelle mich jetzt einfach sicherheitshalber... Einfach nur sicherheitshalber stelle ich mich hier hinter. Also wirklich hinter. Nicht so, wie ich das vorhin gemacht habe. Also hier so hin. So. Sollte er mich eigentlich nicht sehen. Wir hören es ja, wenn er uns nicht sieht, weil dann hört man die rumschreien. Wir haben hier einen Feind. Ich warte nur wieder darauf, bis er mir vorbeilatscht. Der guckt ein bisschen zu lange. Oder sind hier noch andere, die herumlaufen? Nein, der hätte mich dann sofort erschossen. Der sieht mich schon wieder. Ein feindlicher Späher! Lasst ihn nicht entkommen! Wo ist der denn hin? Hä? Hier war doch vorhin einer. Warte, den will ich kurz suchen. Hä? Ach so, natürlich. Nein, nimm doch die Waffe. Ah. Okay, das ging ja schnell. Dann töte ich euch halt alle. Ist auch nicht so schlimm. Hallo. Moin, moin, Headshot. Moin, moin. Moin, moin. Moin, moin. Moin, moin. Moin, moin, habe ich gesagt. Grüß zurück, bitte. Alter, sind das Wichser. Ich verstehe nicht, wie sie sowas überleben können, aber... War das nicht irgendwie... Nee, das war G gedrückt halten, ne? Nein, G gedrückt halten war was anderes. T gedrückt halten. Okay, die tickt so komisch, also setz ich einfach mal ein neues Gas-Ding ein. Weil die tickt so richtig komisch. Mein Hund bellt, schön. Hoffentlich ist jetzt noch nicht Geburtstagsfeier von meiner Mutti. Denn da muss ich nach unten. Es gibt nämlich Kuchen. Wer von den beiden war jetzt tot und wer nicht?
M. Hände hoch! Ach, da. Ey! Du kannst so gut schießen, ne? Gut. Oh, dann den zweiten jetzt hier. Hallo. Hä? Was? Was? Wie kommt denn der da hin? Okay, der ist schon tot. Aber da unten war noch einer. Da oben waren auch welche. Hä? Da unten ist noch einer. Was geht denn hier? Ich will jetzt hier nicht runterfallen. Nö, da ist keiner mehr. Ja gut, dann begebe ich mich mal nach oben. Ich gehe nochmal ganz kurz die Leiche da ausräumen. Hier da oben sind echt noch welche. Da oben! Ich sehe nur seinen Schädel. Komm, pack den Schädel hoch. Ja komm. Nicht so komisch rumknatschen, auch umkippen, ne? Der findet man einfach auch eine Kalaschnikow. Ja, ich brauche eben ein bisschen Munition. Kann man sich ja immer mal leisten. Oder hier mitnehmen. Was ist das denn? Ach so, um die da wieder hinzulocken. Lol, die Waffe ist besser als meine. Die hat so ein Zielfernrohr. Und so einen erweiterten Lauf. Die ist hundertprozentig besser als meine. Deswegen nehme ich die jetzt auch. Und jetzt sogar so ein Ziel. Also so ein Punkt. So ein Fadenkreuz halt. Da ist noch einer. Och nö, wenn ich jetzt an dem einen noch scheitere, ne? Wenn ich jetzt an den einen noch Alter! Alter, hat der mich erschrocken! Heilige Mutter Maria, wisst ihr, wie der mich erschrocken hat? Ach, hier oben waren wahrscheinlich welche. Oh, bisschen Wärme. Ah, ich krieg Schaden, okay. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist das ein... Nee, doch nicht. Doch, das ist doch gar... Wenn ich dagegen schieße, dann explodiert die Scheiße doch, oder nicht? Hä, wie sieht's mit der Zeit aus? Die tickt nicht komisch, also kann ich das... Ah, hier gibt's... Sehr schön. Und nochmal 10. Alter, was? Alter, was? Bitte? Und nochmal ein Medikit. Und dann mal ganz kurz rüber, glaub ich, schon hier. Aua! Alter, von wo? Alter, was? Aua, von wo denn? Ach da, what the fuck? Willst du mich verarschen? Dieser Wind haut mich immer von den Socken, ey. Hab ich den? Nein, hab ich nicht. Nein, auch nicht. Artyom, bleib doch mal ruhig. Artyom. Er ist tot. Er ist tot. Alter, der ist anscheinend noch nicht tot. Wie kannst du noch nicht tot sein? Ich schieße dir auch schon in deinen dummen Schritt. Da tut's am meisten weh. Der ist jetzt endlich tot. Wahrscheinlich kommt da jetzt immer wieder ein neuer, ey. Der ist so typisch. Alter, was? Ein Dämon. Dämon! Hat der eben einen Mensch mitgenommen? Alter, hat der. Oh, hallo. Moin, moin. Moin. Hi. Ups. Ich glaube, da war jemand. Och nö, ich muss mich jetzt durch ein Lager durchkämpfen hier, oder was? Hallo. Ich wollte nur mal Hallo sagen, ey. Mein Gott, ungestüme Nachbarn hier, oder was? Naja. Sie sind gestorben, weil sie mit einem Geist in Berührung gekommen sind. Na, das wüsste ich aber. Einen Versuch gebe ich dem Ganzen noch und dann muss ich den Part leider schon frühzeitig beenden. Alter. Nimm das! Oh, ach du Scheiße, da unten sind ja auch noch welche. Okay. Wir gehen das jetzt taktisch durch. Ich glaube, der ist tot. Ich glaube,
glaube, er ist tot. Ich gehe so verschwenderisch mit der Munition in dem Spiel um, ist mir aufgefallen, ne? Was? Auf dem Boden, Mistkerl? Was willst du mit mir jetzt veranstalten? Ich stehe nicht auf Männer. Ah. Ah! Ja, klar. Hm? So schleichen wir uns jetzt hier durch die ganzen Wohnungen, oder was? Nee, 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 nicht mit mir, ja? Da gab's noch was zu looten. Nee, doch nicht zu wechseln. Ich hoffe, hier sind keine Fallen. Hier ist aber Munition. Das gefällt mir. Oder das tut mir gefallen. Haha, versteht ihr? Hallo, ich wollte nur mal Moin Moin sagen. Hi. Hallo. Hä? Hier ist auf einmal. Was? Ich höre etwas. Und das ist kein Mensch. Muss ich überhaupt hin? Ah, natürlich. Ich höre auch keine mehr rumbrüllen. Du. Hilfe! 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 Okay, Leute, ich beende diesen Part. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Es tut mir leid, dass dieser ein bisschen kürzer geworden ist, aber wie gesagt, ich kann halt nicht so hohe Dateien oder nicht so lange Dateien. Das, dann ist ja auch die Datei halt größer, kann ich nicht so schnell hochladen. Deswegen mache ich jetzt so einen kurzen Part. Es tut mir echt leid, aber wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und ja, dann werden wir auch mal diese Mission, ich glaube Wachposten hieß die oder so, auch abschließen. Also, wir sehen uns das nächste Mal. Wenn euch dieser Part gefallen hat, würde mich Daumen hoch freuen zu supporten. Bye bye und tschüss, tschüss.